Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hausflipper. So, wir gehen mal das Haus des Buchhalters. Yeah. Oh, das war das. Ja, super. Na, da bin ich gespannt. Da werden wir ein wenig putzen. Das werden wir knallig anmalen. Ja, das machen wir einfach. So. Okay. Ja, der Buchhalter, der braucht das. Wow. Okay. So. Was für eine schreckliche Unordnung. Immerhin ein Klavier, also. Oh, das sieht aber echt alles irgendwie räudig aus, oder? Vielleicht auch noch super. So, dann gehen wir mal rein. Also, da ist es mit nur Putzen offenbar nicht getan. Nö, nö, nö. Wow. Ich hätte echt Lust, dass wir alles verkaufen. Wie das hier aussieht. Also, die Geschmäcker sind ja verschieden. Ist ja alles okay hier. Aber das, oder? Nicht auch ein wenig, oder? So, hoffentlich haben wir dieses Heizkörper-Ding noch. Nö! Heizkörper. Yeah. Gleich mal montieren. Also ich hätte echt bei dem Haus hier, würde ich wirklich sagen, wir machen das neu. So viel zum Thema, das kann man hier alles billig, günstig und so weiter reparieren. Nö, da bin ich nicht dieser Ansicht. So. Ich mache so einen Vorschlag jetzt. Ja, ich weiß, schrecklich, schrecklich, aber muss sein, glaube ich. Ich meine, es passen diese Sesseln zu diesen Vorhängen, aber jetzt ernsthaft. Das geht nicht. Das geht nicht. Der Luster ist ja auch super. Pokale hatte ja. Die Wände, die mit den Bildern, vielleicht lassen wir die Bilder hier. Aha. Das Geräusch ist cool. So. Da wischen wir mal überall drüber und versuchen hier. So, super. So, ja, es muss sein, es muss sein, es muss sein, es muss alles raus. Es hilft nichts. Das geht nicht. Alles hübsch, aber muss weg.
Nein. Kann ich das rückgängig machen? So. So. Genau. Heizkörper. So. Installation für den... Da. Den brauchen wir. Jetzt haben wir das Ganze gekauft, gebaut und jetzt müssen wir es nochmal machen. So. Naja. Aber besser ist nichts. So. Ja, und dann höre ich schon. Ich lese schon jetzt. Ja, und dann legst du die Fliesen drunter. Richtig. Das sind die Drunterlegfliesen. So wie bei dem Lichtschalter hier. Nein. Nein. Ach ja, gut. So, wir brauchen Fliesen. Wir beginnen hier mit Fliesen. Und zwar Wände. Wand, Fliesen, 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 Fliesen. Wir nehmen das da. Kaufe viele. 1, 2, 3, 4. Machen wir das mal. So, na dann. So. An der Ecke war da hier Dusche oder was war hier? Wir wissen es nicht. So, aber egal, wir machen es sowieso neu. Hm? Ich finde das ziemlich strange, dass diese gelben, ockerfarbenen, bräunlichen Fliesen nicht nur im Boden, sondern an manchen Stellen so, es wirkt so unambitioniert hier. Einfach so nach oben gehen. Wie als, da habe ich noch Fliesen über, die hänge ich da einfach an die Wand. So. Natürlich noch, klar, aber das ist dann Kleinigkeit. So, da müssen wir natürlich dann eine Wanne noch montieren. So. Ja, hier haben wir noch genug. Naja, genug glaube ich nicht, aber wir hängen die mal an, die wir haben. So. Weil über dem Fenster müssen wir sie auch noch anbringen. Vielleicht geht es sich so raus. Über Tür und über Fenster noch so. So, und da oben noch. Super. Geht sich alles gut aus. So, super. Weil wir können das hier ablegen und anschießen. Bam. So, hier brauchen wir eine Toilette. So, WC. Kompaktes WC. Wir geben hier nicht so viel aus. Einfach hier ein Klo. So, anschrauben, damit man damit nicht herumspringen kann. Ja, Deckel drauf. Super. So, dann haben wir hier eine Badewanne. Da-da-da. Da-da-da. Badewanne. Badewanne mit Dekor. Badewanne. Wir machen einfach mal Badewanne und schauen, was kommt. So, 159, 159. Hier. Die da. Die wird's. So.
Beinchen zusammenschrauben. Füßchen. So, super. Da haben wir den hier. Dann fehlen hier noch die zwei Waschbecken. So, Waschbecken. Waschbecken. So, wir nehmen das nicht. Hängewaschbecken. Davon zwei. Wo wir jetzt kaufen. Einmal hier. Oh, ein Bad. Jetzt ist es ein Bad für dich. Okay. So, oh, ein Bad mit zwei Waschbecken. Das ist super natürlich. So. So, ich hoffe. Aha, verdammt. Oh, zuschauen. Ah, verdammt. Verdammt, verdammt. So, Kastel dazu. Das montieren wir auch noch. Hätten wir vorher aufwischen sollen? Nö, weil da geschieht es uns wieder. Ich gehe davon aus, hier passiert es uns wieder. Das sage ich doch. So, hier dran. Wunderbar. Ich hätte auch den Boden zuerst legen sollen, den Bodenfliesen. So, einmal hier drüber, wunderbar. So, wir brauchen Bodenfliesen, Bodenfliesen. Hier, Fußboden. Bodenbelege, Bodenfliesen. Die da. Ja, wobei, ein wenig Kontrast darf schon sein. Nö. Nö. Wie nehmen wir das hier? So. Das mit dem Lichtschalter, naja. Gut, Bad an sich fertig, würde ich mal sagen. Wir brauchen noch eine Badezimmertür. So, Badezimmertür, Badezimmer, Badezimmertür. Wir machen das hier. Ist das überhaupt schmal? Also wir machen eine weiße. Und der Ramen auch so. Aber es ist keine schmale, oder? Nö, es ist keine schmale. So, Badezimmertür schmal. Das ist eine normale. Wir machen da, da, da. Da. So, Griff. Details Ramen. Super. Mit Licht und so. Wahnsinn. Ja, schon gut. So. Ah, hier war das Schlafzimmer. Eigentlich könnte man das zu einem Raum verbinden, aber das passt auch so. Wir werden das so, wir werden das anmalen. Wir brauchen Wände, Farbe, aber was Knalliges. Lachende Erdbeere. Finde ich gut. Lachende Erdbeere. Und irgendeine Kontrastfarbe. So lachende, was Gelbes. Banane oder so. Sonnengelb. Kaffee mit Milch. Vielleicht Kaffee mit Milch? Machen wir Kaffee mit Milch. So. Super. So. Lachende Erdbeere. Also natürlich, da bleibt kein Auge trocken. Ja. Bei der Farbe? Meine Herren. Da tut sich was. Ja, die Erdbeere lacht. Wahnsinn, oder? Wie leuchtend rot das wird. Ja. Weiter her. Wow. Na gut. So. Da oben haben wir die lachende Erdbeere. Wunderbar. Ich hoffe, ich mal nicht hinein. Sehr gut. So, lachende Erdbeere. Es wird weiter gelacht hier. Ja. So, die Erdbeere hat gelacht. Und hier.
So, und der Rest wird Kaffee mit Milch. Ist das überhaupt Kaffee mit Milch? Stimmt das überhaupt? Was ich da anmale, was ich hier erzähle? So. So, davon nehmen wir auch gerne in dieses Zimmer hier. So, weil wenn wir es haben, benutzen wir es auch. Warum machst du eine Wand so eis? Ja, ich weiß auch nicht. Aber so konnte es nicht bleiben, wie es vorher war. Das geht gar nicht. So. Nimm doch den Farbkübel mit rüber. Stimmt. So, und die lachende Erdbeere stellen wir auch hier raus. Stellen wir da rein. So. Schön hinter die Bilder malen. Das geht super. Für alle, die meinen, das funktioniert nicht. Hier, seht ihr. Es geht. Grandios geht das. So. Und ein wenig hier noch. Etwas düster, aber sonst okay. Hm. Dann machen wir auch Kaffee mit Milch. So, und hier kann man noch dazu. Super. Anschießen, anschießen. So, und jetzt suchen wir uns Bodenbelege aus. Boden, 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 Boden. Fußboden, so. Die da, wir machen die dünkleren, kaufen viele. So, von hier hinten. Zuerst mal bis hierher. Und dann wollen wir von hier bis hier. Wow. Wie das gleich anders aussieht alles. So. Und da in das kleine Kämmerchen will ich es auch verlegt wissen. Genau. So soll es sein. So. Da ist es mir allerdings etwas zu düster. Da hätte ich gerne einen helleren. Den da. Zum Bleistift. So. So. Wunderbar. Läuft, meine Lieben, läuft. So. So, jetzt irgendwas Sanftes von den Wandfarben hier. Wände, Farben, sanft. Kupfermünze, blasses Rosa, leicht cremig, was Sanftes. Verblichene Zitrone würde auch gehen. Heller Pfirsich, den haben wir schon mal verwendet. Ich meine, das heißt nicht, dass wir den nicht nochmal verwenden können. Da, verblichene Zitrone. So, nehmen wir gleich mal die Zitrone, die verblichene. Und machen wir hier mal Zitrone an die Wand. Bin zufrieden. So, wir könnten den Pott natürlich rüberstellen, aber dann wäre es weniger Laufarbeit. So. Wobei da drinnen müssen wir auch bemalen, das ist ja ziemlich hässlich hier. So. So. Kann man auch
über Fenster und aufs Fenster. Also aufs Fenster selber natürlich nicht. So, sehr schön. So. Ja, super. Drinnen die Nische, wobei die Nische schon ein wenig kommt, aber wir machen das dann mit Vorhängen und so weiter, das kriegen wir schon hin. Genau, mit Vorhängen und so, das machen wir. So. Das Haus des Buchhalters, Wahnsinn eigentlich, naja, wie das vorher ausgesehen hat, wie wir es jetzt herrichten. Ah, ist schon gut. So. Sehr gut. So, hier oben. Da sind wir dabei. Das wird nämlich prima. Ihr werdet es nicht glauben, dieser riesige Raum, bald ist er fertig, bald sind wir durch hier. Und los geht's. Ist gleich viel freundlicher, das Ganze. Ja, man kann jetzt sagen, die Farbe gefällt mir nicht, aber es ist viel freundlicher als vorher. So. So, und wir werden auch hier beim Haus des Buchhalters nur das Notwendige machen. Naja, nein, ich halte mich hier nicht zurück. Das kriegen wir eh nicht hin. So. Einmal weg damit. Super. So, wo war noch Dreck hier? War das da? Das Fensterbrett war es, genau. So, hier ist auch noch ein Fensterbrett. So. Haben wir da mal alles durch. Super. Super. Das haben wir noch nicht gemacht. Wow. Das machen wir nimmer. So. Wie ist denn das gegangen? Hier, neulich. Nein! Neulich gekauft. Oh, schade, schade, schade. So, Bodenbedeckung. Hier! Kaufe viele. Das müssen wir natürlich wieder hinkriegen. Jetzt, wo wir den Beton weggefackelt haben. Ja, wir fackeln da nicht lange. Verdammt, und das hier? Wie soll ich das jemandem erklären? Da, mit dem Flammenwerfer machen wir nicht mehr. So, meine Lieben, das war's aber auch für die heutige Folge. Etwas kürzer heute, dafür beim nächsten Mal. Schauen wir mal. So, vielen Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.